Wenn es auch eine Reichsstadt ist, eigentlich schon, ja. Die Gefahr sehe ich eben auch, sonst hätte ich mir gerne in Nürnberg auch geholt. Ja, und Österreich würde mich überrennen, das ist klar. Naja, wobei so riesig sind sie ja auch nicht, aber die haben ja noch Ungarn und so, weiß ich nicht, wie das ist. Aber nee, das ist nur ein Bündnis mit Ungarn aktuell. Das hätten wir im Griff. Nur 11 Likes ist aber ein bisschen wenig für den Livestream. Weiß jetzt eigentlich jemand, wie ich noch anders meinen König töten kann? Außer ihn zum General zu machen? Nee, oder? Es geht nicht anders. Vor allem, der ist auch noch maßlos und ein Dummschwätzer. Das ist echt das Schlimmste vom Schlimmen. Oh, aktuell wählt mich die Pfalz wieder, sehe ich. Aber Köln wählt mich nicht. Wieso denn nicht? Wir sind noch verbündet. Ich muss die Beziehungen mit Köln auch mal wieder verbessern bald. Kann ich hier sehen, wie weit das Spionagenetzwerk ist? Ich glaube nicht. Ja, jetzt sind es 14 Likes, John. Das sind gerade welche dazugekommen. Ganz zufällig, nachdem ich gesagt habe, es sind nicht so viele Likes. Zufall oder nicht? Schauen wir uns doch eine Folge Galileo Mystery an. Zu diesem besonderen Ereignis. Ja, wir können ja die Pause mal grundsätzlich nutzen. Für nochmal den Hinweis an euch alle. Bleibt zu Hause wirklich. Schaut euch Livestreams an. Geht nicht. Geht nur zur Arbeit und euch Lebensmittel kaufen. Versucht gesund zu bleiben. Und denkt auch an andere Menschen. Ich denke, das ist in der aktuellen Zeit sehr wichtig. Bitte mal wieder Age of Empires 3, Gaius, out of connection. Ja, wird hoffentlich bald wieder kommen. Mal schauen, dazu komme. Abends bin ich vielleicht in einem anderen Livestream. Mal gucken. Ja, das ging dann schnell, ne, John? Mit den Likes. Kann man nicht eigentlich abdanken? Nein, das geht irgendwie nicht, Tricks. Aber ja, ich fänd cool, wenn man abdanken könnte offiziell. Aber das geht leider nicht. Ich kann hier nirgendwo irgendwie. Ah doch, wartet mal. Doch, du hast recht. Wartet mal. Ihr könnt nur abdanken, wenn euer Thronfolger mindestens 15 Jahre alt ist. Oh, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Okay. Gut, das heißt, im schlimmsten Fall müssen wir warten, bis er 15 ist. Aber haben wir dann nicht bestimmt irgendwelche negativen Effekte, wenn wir abdanken? Hast du in Zukunft besondere Projekte geplant? Fragt Titus Flavius Vespasianus. Ja, aktuell, ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen, läuft ja ein ganz besonderes Projekt. Das habe ich ja vorher auch noch nie auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Und zwar eine Geschichte durch mehrere Computerspiele hindurch erzählt. Björn Seeheim ist der Charakter, um den es dabei geht. Ich spiele Mountain Blade Warband, Total War, Medieval 2 Total War spiele ich dabei, Total War Attila spiele ich dabei, Anno 1404 und Europa Universalis 4. In dieser Playlist, in diesem Let's Play, in dieser Geschichte tue ich sozusagen diese Geschichte von Björn Seeheim mit mehreren Spielen hindurch euch erzählen und halt spielen lassen. Eigentlich ein ganz besonderes Projekt. Das müsst ihr auf jeden Fall euch mal anschauen, wenn ihr ja, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da musste der Gaius nur etwas sprachliche Gewalt anwenden. Wegen den Genau. Ansonsten andere Projekte, Tricks. Ich würde natürlich sehr gerne dann Bannerlord euch zeigen. Mountain Blade Bannerlord, sobald das kommt. Muss ich mal schauen, ob ich es mir dann direkt hole oder ob ich es noch irgendwie später erst hole. Ansonsten, was ist noch? Ja, sobald natürlich das DLC zu Europa Universalis 4 kommt, will ich dann ein neues Let's Play machen mit Europa Universalis 4 und dann natürlich mit irgendeinem Land aus dem Heiligen Römischen Reich von Anfang an ein Singleplayer-Let's Play machen. Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen. Entweder ich könnte Bayern nehmen, weil Bayern ist ja dann anders, das ist ja dann geteilt, sieht anders aus und so weiter. Oder was ich noch interessanter fände, wäre irgendeine fränkische Nation zu nehmen, weil man kann dann durch das neue DLC, das dann kommen wird, Franken gründen. Und ich komme ja aus Franken und wohne ja in Franken. Also das ist der nördliche Teil von Bayern, für die, die es nicht wissen. Und dann wäre das schon cool, wenn ich da Franken gründen könnte, ehrlich gesagt. Würde mir schon sehr gefallen. Ich habe ehrlich gesagt nie
Das kam bestimmt mal durch irgendeinen Patch oder ein DLC dazu, dass man abdanken kann. Aber vielleicht kostet das genauso, wie wenn ich ihn enterbe, minus 5 Prestige. Aber das wäre es wirklich wert. Das wäre es wert. Vielleicht mit Württemberg? Nee, wie gesagt, wenn dann eher was Fränkisches. Württemberg. Ja. Also habe ich noch nie gemacht, muss ich auch dazu sagen. Ich habe nur irgendwie nie so den Bezug zu Württemberg gefunden. Zu Bayern, natürlich wegen der Heimat und auch Franken wegen der Heimat. Brandenburg einfach wegen der Geschichte, die mit Preußen sehr interessant ist. Aktuell spiele ich privat auf Iron Man ein Spiel mit Hessen. Das ist auch ganz interessant, muss ich sagen. Mit Braunschweig habe ich auch schon mal gespielt. Württemberg habe ich tatsächlich noch nie gespielt, weil ich weiß auch nicht. Ja, irgendwann dann vielleicht mal, aber ja, jetzt mit dem neuen DLC bin ich mir noch nicht so sicher. Wollte ich nicht sonst irgendein Projekt noch machen? Ja, ursprünglich war noch ein Stellaris Player-Let's Play gedacht mit einem anderen YouTuber. Aber das ist jetzt irgendwie aktuell noch nicht entstanden. Da muss ich nochmal nachfragen, wann wir da starten wollen. Ah, das Abdanken kam mit Rights of Man Update. Danke, Lupus Rex. Das habe ich jetzt, hätte ich jetzt nicht auswendig sagen können. So. Und wo bleibt jetzt Corny aktuell? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht mehr allzu lang, bis er wieder da ist. Lassen wir einfach mal kurz ein paar Tage laufen, dass mal wenigstens irgendwas passiert. Wenigstens mal das Autosave gemacht. Mal ein paar Tage vorangekommen. So, ja, ich habe immer noch meine Probleme mit den Machtpunkten. Aber gut, wenn ich meinen Nachfolger habe, sollte ich ja doch einiges mehr an Machtpunkten bekommen. Habt ihr sonst noch irgendwelche aktuellen Fragen, Anregungen? Habe ich sonst irgendwelche Projekte geplant? Naja, gut, ich werde halt regelmäßig noch Age of Empires 3 Livestreams machen. Oh, schaut mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mailand hat die Hälfte von der Schweiz erobert und Savoyen die andere Hälfte. Die Schweiz besteht nur noch aus Zürich aktuell. Und deswegen ist Mailand ja ziemlich nahe an uns und wir sind ja Rivalen sogar. Ja, Stellaris Multiplayer Rollenspiel wäre auch mal cool. Ja, Lupus Rex, das wäre halt ein sehr großer Aufwand, weil für ein Rollenspiel, also, beziehungsweise ich glaube, wir wollten sogar so ein bisschen rollenspielerisch an die Sache gehen, ich und der andere YouTuber und ich glaube noch eine dritte Person, dann wäre das ja so ein Multiplayer-Rollenspiel. Mit mehr Leuten wäre es halt sehr aufwendig, das zu organisieren. Das ist ja dann wie unser EUMRE, unser Europa Universalis 4 Multiplayer-Rollenspiel-Event. Ich finde den Namen EUMRE einfach cool. Ja, vielleicht stirbt, naja. Du meinst, mein König stirbt an Altersschwäche, der 29-Jährige? Nee, ich denke, ich muss dann halt, sobald der hier 15 ist, den oben abdanken. Dauert leider noch eine Zeit lang. 8 Jahre, um genau zu sein. Dann wird leider nie diese Königin herrschen und die ist richtig gut. 14 Machtpunkte würde die uns bringen. Tja. Ja, ich kann einfach die Zeit nutzen, wenn Conny noch nicht da ist, nochmal hinweisen, dass man mich natürlich auch regelmäßig unterstützen kann, wenn man das möchte. Es gibt die Möglichkeiten, meine Arbeit zu unterstützen mit der Spendenplattform Steady. Link ist in jeder Videobeschreibung, auch im Livestream zu finden. Da kann man theoretisch monatlich Spenden machen, kleine Beträge von 1 oder 2 Euro oder ähnliches und größere Beträge. Und man kann natürlich auch einmal spenden im Livestream. Stream machen über den Live-Chat, über dieses Dollar-Symbol, das immer unten zu sehen ist. Genau, vielleicht dazu ein paar Hinweise, was dann grundsätzlich mit dem Geld oder mit den Spenden, die es ja jetzt auch schon gibt, passiert. Auf Steady habe ich immer so Meilensteine, die ich erreichen möchte, um dann was zu schaffen. Beim ersten Meilenstein bin ich schon in Vorkasse gegangen. Da habe ich eigentlich gesagt, wenn ein gewisser Wert, ich glaube, monatliche Spenden in Höhe von 40 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Wenn der erreicht wird, hole ich mir einen zweiten Bildschirm. Da bin ich jetzt schon mal sozusagen in Vorkasse gegangen, in der Erwartung, dass das auf jeden Fall noch kommt mit den Spenden. Und habe mir jetzt schon mal extra für euch so einen zweiten Bildschirm geholt, dass ich jetzt völlig unproblematisch aktuell auch eure Kommentare lesen kann, weil Bildschirm. Aber genau, ansonsten muss ich halt, denke ich, irgendwann auch mal wieder den neuen YouTube, einen neuen YouTube, sage ich schon, einen neuen Computer kaufen.
weil vor allem bestimmte Spiele kann man halt auf meinem Computer nicht perfekt spielen. Also ich würde auch gerne mal, oh Gott, wie heißt, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, mit Heinrich, wie heißt denn das Spiel? Bin ich jetzt gerade blöd? Kingdom Come Deliverance jetzt. Kingdom Come Deliverance würde ich mal gerne spielen. Ich habe mir das Spiel schon geholt, aber das läuft nicht flüssig auf meinem Computer. Da brauche ich scheinbar einen besseren Gaming-PC irgendwann mal. Genau, ansonsten halt natürlich bessere Maus, die vielleicht auch noch leiser ist, dass man keine Klicken mehr hört. Falls man die hier überhaupt hört, weiß ich gar nicht. Ja, Tastatur ist jetzt auch nicht das Beste. Und natürlich kaufe ich grundsätzlich dann halt immer neuere Spiele oder so und ähnliches. Aber natürlich muss keiner, der jetzt irgendwie selbst auch kein Geld hat, das ist natürlich vollkommen nachvollziehbar. Ja, und Lupus Dreck schreibt auch noch, ich weiß, das ist extrem aufwendig, deswegen findet man das auch nicht häufig, ja. Bei Writing Bull, ich kann ja auch mal Fremdwerbung für andere YouTuber machen, bei Writing Bull gibt es immer mal wieder so eine Stellaris Multiplayer Rollenspielrunde und regelmäßig auch eine Europa Universalis 4 Rollenspielrunde. Genau. So, was ist jetzt mit Corny, Mensch? Also, es dauert noch ein bisschen. Da habe ich eine andere Interpretation als was auch immer er gesagt hat. Nee, man hört sie nicht. Was? Wen hört man nicht? John. Man hört sie nicht? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Ich tappe mal. Ich sollte mal das Spiel speichern, fällt mir gerade auf. Wäre wahrscheinlich mal sinnvoll. So zwischendurch. Ach, meine Maus. Jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, na gut, dann hört. Immerhin. So. Was ist denn jetzt hier mit Corny los? Vor allem, wie viele Zuschauer sind jetzt noch bei Cornys Livestream, ist die Frage. Aber ihr hört ja mich auch in Cornys Livestream. Okay. Ich schreibe ihn mal auf Discord, aber das wird er wahrscheinlich auch. Weil ehrlich gesagt, allzu lang will ich heute auch nicht. Weil ich doch schon recht müde bin von der Woche. Wie sieht's denn in seinem Stream aus? Er hat noch 3 Zuschauer, die tapfer bei ihm. Klingo 1000 hat geschrieben, moin, bin wieder da. Trix ist dort noch gewesen und Darknark, die letzten, die im Chat was geschrieben. Aber ich weiß nicht, wer sind denn die 3 Zuschauer, die aktuell bei Conny noch im Stream sind? Schreibt doch mal bei ihm in den Chat, dass ich weiß, wer ihr drei seid. Bei mir haben es immerhin noch 7 Leute ausgehalten, obwohl wir aktuell postieren und auf Conny warten. Seht ihr eigentlich auch, dass es so komisch flimmert bei euch? Sehr seltsam. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich glaube, seine 2. Topfpflanze hat ihn gegessen. Sehr gut, Pusrex. Ja, jetzt sind bei Colin nur noch 2 Leute. So schnell geht das. Ich hoffe, der antwortet mal. Weil falls er jetzt sagt, er hat keine Zeit mehr, dann tun wir es halt jetzt für heute beenden im Livestream. Da habe ich natürlich auch nichts dagegen. Aber da müssen wir halt einfach mal gucken. Wann er sich wieder bei uns meldet, liebe Freunde. Wie gesagt, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas sonstiges.
Dann schreibt das jetzt in den Chat. Jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit meiner wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr eine Anmerkung abgeben wollt, dann ist jetzt der richtige Moment, um das zu machen. Ah ja, jetzt wird ein bisschen was geschrieben. Schauen wir mal. Also, Trix ist desertiert zu mir. Sehr gut. Titus Flavius meint, ja, es flimmert. Das ist normal bei EU4, wenn man raustypt. Ah, okay, gut zu wissen, Lupus Rex. Magst du Bäume? Mag ich Bäume, John? Das ist eine interessante Frage. Also, ich hasse jetzt nicht Bäume, aber ich mag sie jetzt auch nicht besonders. Bäume sind für mich neutral, um es mal so zu sagen. Also, ist jetzt für mich nichts irgendwie, weiß ich nicht, wo ich sage, yay, Bäume. Sie sind einfach da und ich finde sie ganz schön, aber mir machen viele Sachen mehr Spaß. Serien schauen, Computerspiele spielen, mit euch reden, ich weiß es nicht. In Streams oder Aufnahmen, ja. Titus Flavius Vespasianus fragt, wie ist es eigentlich aufzunehmen und dabei zu wissen, dass eine mehrere Leute zuschauen oder zuhören? Das ist doch mal eine gute Frage. Wartet mal, da werde ich gleich drauf antworten und dann will ich nur, ich will nur gleich euer Flimmern wegmachen. Kleinen Moment. Gleich, ich muss nur kurz was anderes schnell nachschauen. Okay. Na gut. So, dann gehe ich mal wieder kurz ins Spiel rein, dass ihr nicht mehr dieses komische Flimmern seht. Erstmal hallo Fabi Total War, sei gegrüßt. Und John schreibt, ja, muss jetzt leider weg. Viel Spaß noch. Ja, dir auch. Und vielen Dank fürs treue Zuschauen und Schreiben, John. Also kommen wir mal zur Frage von Titus Flavius zurück. Wie ist das eigentlich aufzunehmen und dabei zu wissen, dass einem mehrere Leute zuschauen oder zuhören? Ich glaube, das ist ganz am Anfang mal was Besonderes, wenn man das nicht gewohnt ist. Und da ist man sicherlich auch am Anfang nervös. Aber ich mache das jetzt schon über 2 Jahre. Boah, ich habe damit ehrlich gesagt mittlerweile kein Problem mehr. Auch wenn mir 50 Leute zuschauen oder 60 oder 70, ist das für mich jetzt eigentlich ganz normal. Was anderes ist tatsächlich, wenn man tatsächlich vor ja, 50, 60 Leuten auftritt, live, im echten Leben. Man denkt, man ist es ja gewohnt, hier gerade mit so vielen Leuten zu reden, aber man sieht die ja nicht. Man ist irgendwie, man sieht sein Computerspiel. Aber wenn man wirklich dann mal vor so vielen Leuten redet, muss man sich auch erst daran tatsächlich gewöhnen. Auch daran kann man sich gewöhnen. Man muss es einfach ein paar Mal gemacht haben und dann ist es einfacher. Aber ganz am Anfang ist auch das etwas schwieriger. Genau. Mensch, jetzt machen wir mal noch mal bis zum 15. Januar weiter, weil mir gerade langweilig ist. Ist natürlich nichts mehr passiert. Achso, ja, ich habe ja meine Ideengruppe noch nicht gewählt, fällt mir gerade auf. Dann wähle ich jetzt mal die Defensiv-Ideen, da wart ihr ja auch. Aber bis wir dazu kommen, wir müssen ja vorher noch die ganzen Technologien nachholen. Wir haben noch immer noch keine Institutionsverbreitung, die gut genug ist. Aber Österreich hat jetzt mittlerweile die die Institution Renaissance gefördert. Wir könnten also eigentlich mal Folgendes machen. Wir gehen mal auf die Staatserlasse und machen mal Forschungsbemühungen. Das Coole war, dass wir Salzburg erobert haben. Salzburg ist Teil unseres Staates Oberbayern. Das passt dann eigentlich ganz gut, muss man sagen. Das passt dann ganz gut. Ja, ich finde, wir sind schon hier ganz gut vorangekommen, haben 2 neue Provinzen und Augsburg als Vasallen. Die werden wir bald unter Kontrolle haben. Das ist nicht schlecht. Und Brandenburg hat ja jetzt auch schon 2 Provinzen hier erobert. Lief auch nicht gut, nicht schlecht für sie. Magdeburg würden sie bald noch erobern, wenn wir da jetzt in den Krieg gehen. Und mit Pommern
müsste man wahrscheinlich dann auch nicht mehr lange warten. Dann würde Brandenburg auch sehr stark werden. So. Ich werde mal schnell mein Smartphone holen, ob mir Conny da zufällig geschrieben hat. Und bin in wenigen Sekunden wieder da. So, bin schon wieder da, aber nee, Conny hat mir da auch nicht... Ja, tatsächlich ist er jetzt ja schon ein ganzes Stück weg. Da würde ich dann fast sagen... Wir haben jetzt 15 Likes erreicht, 8 Zuschauer. Da beenden wir doch an der Stelle einfach den Livestream, es ist später am Abend. Wir haben über 3 Stunden gelivestreamt. Hatten uns dann Spaß mit Bayern und Brandenburg zusammen mit Conny. Ich hoffe, euch hat es grundsätzlich gefallen. Und ja, mal schauen, vielleicht machen wir dann hier eine Fortsetzung auf jeden Fall, wenn Conny auch wieder Zeit und Lust hat. Und dann werden wir vielleicht noch sehen, wie es weitergeht mit Bayern und mit Brandenburg. Bis dahin dann aber viel Freude euch noch. Bleibt gesund, kümmert euch um die anderen Leute und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Bis dahin alles Gute, euer Gaius Caesar. Da bin ich wieder. Das war jetzt schlechtes Timing. Ich habe gerade meinen Livestream beendet. Wirklich? Oh je. Wärst du 10 Sekunden eher gekommen oder 15 Sekunden? Das scheiße. War jetzt schlechtes Timing tatsächlich. Oh scheiße. Ja. Okay, dann lass mich sein. Weil ich dann auch gesagt habe, ja gut, für mich ist jetzt sowieso, also viel länger hätte ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Na, lassen wir es jetzt sein. Ja. Gut. Dann denke ich auch. Wir sind ja ganz gut voran. Wir können ja mal vielleicht irgendwann. Ja. Ich hab's schon. Hab ich's? Ich hoffe, ich hab's ab. Warte mal, ich hab das Spiel ja noch offen. Ich speichere noch ab, warte. Ich hab gerade ein Dilemma. Ist es danach weg oder? Nee, das kommt dann, entweder es kommt wieder. Ich glaube, das kommt dann wieder, wenn ich mich nicht täusche. Okay, dann speichere einfach und dann schließen wir die Sache hier. Genau, und dann spielen wir auf jeden Fall mal weiter, weil bis jetzt, finde ich, läuft's gerade. Du kannst dann bestimmt bald Magdeburg und dann vor allem Pommern erobern. Ja. So, dann verlasse ich jetzt das Spiel. Ching, und ich beende jetzt den Stream, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis denn. Tschüss.